Ja, liebe Motorsportmagazin.com-Leser und auch Zuschauer, die Wintertestfahrten für 2018 sind vorbei. Es gab Schnee, Eis, Regen, Rundenrekorde, Motorschäden, alles drum und dran. Unerwartetes, Erwartetes, und wir wollen es einfach mal unter die Lupe nehmen. Was haben wir da denn für die Saison 2018 alles lernen können? Ja, dann starten wir doch am besten direkt mal ganz vorne mit den drei Top-Teams Ferrari, Mercedes und Red Bull. Ja, Ferrari, Flo, habe ich jetzt nicht umsonst erwähnt. Auch als erstes vor allem. Ja, als erstes, genau. Ja, als erstes vor allem, denn die haben ja wirklich die absoluten Top-Zeiten bei den Testfahrten rausgehauen. Ja, Mercedes, die haben einfach darauf verzichtet. Ich muss sagen, Ferrari, die waren dann quasi alleine unterwegs als Rekordbrecher. In der zweiten Woche dann, wo dann richtig die ersten Runs gefahren wurden, in der ersten Woche, da ist ja eigentlich bei gar keinem Team irgendwas passiert. Da wurde eigentlich gar nicht nach Performance geschaut, da war auch der Rundenrekord noch meilenweit entfernt. Und dann in der zweiten Woche, wo das Wetter dann gut war, hat Ferrari dann als allererstes das Tempo richtig angezogen am Donnerstag. Ja, oder Ricciardo hat ja schon vorher den ersten sogar Streckenrekord hingelegt. Schon der hat den ersten hingelegt, aber dann hat Ferrari halt gezeigt, was wirklich geht, weil die haben da locker eine Sekunde nochmal dem Ricciardo und Red Bull abgenommen, als Vettel da die 1:17:1 gefahren ist am Donnerstag. Und Mercedes, die haben sich da gar nicht provozieren lassen. Nö, die haben einfach komplett eigentlich sogar verzichtet ja auf Runs, auf dem neuen super hyper harten Reifen von Pirelli. Genau. Ja, ist noch ein bisschen schwierig, ne, mit den ganzen Bezeichnungen. Ja. ja, aber so wirklich einen direkten Vergleich, was wirklich so Quali-Runs, Short-Runs angeht, haben wir deshalb eigentlich noch gar nicht wirklich zwischen allen Top-Teams, zwischen Red Bull auch nur so ein bisschen, aber an dem Tag war wahrscheinlich auch die Strecke einfach noch nicht in der Top-Verfassung, wie sie dann war bei Vettel und auch bei Kimi einen Tag später, der dann die Zeit eigentlich direkt fast identisch nochmal bestätigt hat am letzten Tag, am Freitag. Ja, soviel zum Thema Pace. Dann Thema Zuverlässigkeit. War bei Red Bull in der ersten Woche mal wieder mit dem falschen Fuß so ein bisschen aufgestanden. Die sind ja in der ersten Woche auch vor allem Verstappen, der hat ja einige Stunden verloren mit Defekten. In der zweiten Woche lief es dann endlich, da hatten sie quasi problemlos. Ohne irgendwelche Unterbrechungen. Aber in der ersten Woche, das sah schon noch mal nicht so gut aus. Bei Ferrari, Mercedes hingegen keine Spur von irgendwelchen Gebrechen. Nee, also total erstaunlich. Da war, was heißt erstaunlich, Mercedes war ja immer sehr zuverlässig. Aber auch Ferrari wirklich keine Kinderkrankheiten, gar nichts. Also es lief wirklich sehr, sehr rund. Auch Vettel hat das ja, sehr gelobt, hat es fast mehr gelobt als die Performance und meinte auch, ja, das wäre die wichtigste Zutat, um Erfolg zu haben. Wird er nicht umsonst gesagt haben, nach den Geschehnissen Ende vergangenen Jahres. Und ja, gut, Red Bull, sagst du richtig, immer noch so ein paar Problemchen. Wobei ich fand, selbst in der ersten Woche hat sich schon so ein bisschen gezeigt, dass dieses frühere Fertigstellen des RB14 im Vergleich zu den Vorjahren sich schon gelohnt hat. Es ging zumindest ein bisschen was, aber natürlich nicht so ideal wie bei den Roten und bei den Silbernen. Das war die Zuverlässigkeit. Dann noch ein Punkt, der war ein bisschen schwierig zu beleuchten bei den Testfahrten. Die Long Runs, die Rennpace der Teams. Mercedes hat sich da komplett drauf konzentriert. Ist auch an den letzten beiden Tagen, wo die anderen ihre Quali-Runs gemacht haben, sind die konsequent weiter auf Medium gefahren hauptsächlich. Haben da einfach nur Long Runs runtergerissen, ohne Ende. Mit konstanten Runden und vor allem mit schnelleren Runden als Ferrari. Ja, und haben sogar ganze Rennsimulationen auch abgespielt. Und erst Bottas hat damit angefangen und war, ja, hat da ein richtig gutes Eck, wirklich schneller als Sebastian Vettel das gewesen ist. Der hat zwar auch mal so ein paar Glanzlichter gesetzt, aber so im Schnitt war schon, ja, beeindruckend, fast schon eine Demonstration, dass Mercedes wohl auch in diesem Jahr wirklich richtig stark sein wird und sich Ferrari da wirklich alle Zähne ausreißen muss, um da irgendwie mithalten zu können. Bei Red Bull, Rennpace technisch, die haben halt am Ende auch nicht, die haben sich ja von Ferrari genauso wenig provozieren lassen wie Mercedes. Die sind ja auch einfach, haben ihr Programm weiter so abgespult. Auch Ricciardo dann am letzten Tag. Da ist natürlich schwierig, die haben ja oft immer so aufs Rennen gesetzt und sagen, ja, wir haben den Quali-Modus nicht von Mercedes, da können wir eh nicht mithalten, aber im Rennen da ist es dann besser. Haben sie auch bei den Testfahrten wieder gesagt. Ricciardo meint es auch, wenn Mercedes, das hat er nach seinem Rekord gesagt, wenn Mercedes den Quali-Modus schaltet, dann die Power haben wir noch nicht, hat er gesagt. Also Renault da vielleicht immer noch so ein bisschen vorgeschoben bei den Bullen. Ja, aber es ist auch wahrscheinlich zum Teil wieder das übliche Starkreden der Konkurrenz, gerade bei den Top-Teams, da sagt man natürlich immer gerne, ja, der andere ist der Favorit. Vettel sagt es auch immer gerne über Mercedes, immer noch der Favorit, immer noch der Top-Favorit. Dabei braucht man Mercedes eigentlich gar nicht stark reden. Ist eigentlich überhaupt nicht nötig, ganz genau. Ja, aber
Was können wir dazu sagen, so insgesamt abschließend als Fazit, wer war da vielleicht so der Führende? Mercedes, denke ich, wird schon noch vorne sein. Also ich denke, an dem Kräfteverhältnis hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ja, ich denke auch, also gerade zum Saisonende 17 war Red Bull ja eigentlich auch schon mit den beiden auf Augenhöhe. Da hatten wir ja eigentlich schon diesen Dreikampf, den wir ja in diesem Jahr auch schon heraufbeschworen haben. Und wir vermuten mal, dass es noch ein bisschen enger werden wird, aber es könnte ein ganz ähnliches Bild sein wie ganz am Ende der vergangenen Saison. So sieht's aus, an der Spitze. Aber dahinter, da wird sich das Bild, glaube ich, grundlegend verändern, weil da haben wir auch noch ein paar Teams und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, 2017, da war es eigentlich eine ganz klare Angelegenheit, Platz 4. Den hat Force India quasi im Alleingang klar gemacht. Da gab es eigentlich keine Konkurrenz. Williams, die hatten nicht mal halb so viele Punkte. Ja. So. Aber 2018, da können wir was anderes erwarten im Verfolgerfeld. Renault hat richtig investiert. Die wollen unbedingt dahin. Müssen sie auch als Werksteam jetzt im dritten Jahr, weil die ersten beiden Jahre, die wurden der Investition und dem Budget, was da umgeht von den Franzosen, nicht unbedingt gerecht. Nee, absolut nicht. Aber ja, der Schritt, die ganzen Investitionen scheinen sich jetzt gelohnt zu haben. Bei den Testfahrten war Renault offensichtlich wirklich die ganz klare Nummer 4. Auf einmal war da kein pinkes Auto mehr, auf einmal war da das gelbe Auto. Übrigens ein sehr schönes Auto, wie ich finde. Nico Hülkenberg mit Carlos Sainz ist auch ein Top-Teamkollegen an der Seite, direkt zu Saisonbeginn. Ich denke wirklich, da geht einiges von Fahrer- und auch von Autoseite. Ja, also erstmal Fahrerseite, im Mittelfeld sicherlich, würde ich sagen, die stärkste Fahrerpaarung, die wir da haben. Wobei Ocon, Perez, die können auch schon richtig was. Aber die haben halt kein Renault-Backing, sagen wir mal so. Die haben zwar den geilen Mercedes-Motor, ja. Die sind nicht Renault. So. Bei Renault muss man sagen, die Testfahrten, die liefen auch viel besser als 2017. Letztes Jahr, der RS17, der stand auch ganz oft ganz lange in der Garage mit irgendwelchen Motor-Mapping-Problemen und was es da alles gab. Gab es dieses Jahr nur vereinzelt. Ja. Vereinzelt. Es gab dann einmal auch ein Getriebeproblem am allerletzten Tag, aber meine Güte. Da kriegt es hinterher keinen Hahn mehr nach. Also vorher, ja, klar. Generell lief es viel besser bei Renault. Wie gesagt, die haben jetzt eine bessere Fahrerpaarung. Es war ein besserer Start ins Jahr und die Pace vom RS18, die scheint auch von der Basis her schon mal deutlich besser zu sein als vom Vorgänger. Und dann muss man sagen, da kann sich Force India schon mal ganz warm anziehen. Und die haben ja auch selber gesagt, die haben nur so ein Übergangsauto erstmal gebracht bei den Testfahrten. Und die haben auch wenig bis gar nichts gezeigt. Also ja, ich denke auch, also der direkte Vergleich jetzt, wenn man will, Renault gegen Force India, wenn man sagen will, das ist das große Duell um P4, den kann man bei den Testfahrten noch überhaupt nicht ziehen. Ja, Force India muss halt erstmal das richtige Auto überhaupt bringen für dieses Duell. Und ja, Renault ist Stand jetzt auf jeden Fall in der Pole Position, klar. Aber wir werden dann erstmal sehen müssen, ob das wirklich so bleibt. Eine klare Nummer auf P4. Ja, Jonas, das klang jetzt gerade schon so ein bisschen endgültig. Aber Williams hat, auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, die erheben auch immer noch Anspruch auf Platz 4. Also das ging zwar am Anfang noch ganz gut so, die letzten 4 Jahre in der Power Unit Ära mit Mercedes. Da waren die ja wirklich am Anfang super. Ja. Und dann ging es aber nur noch bergab. Und dieses Jahr die Tendenz, wenn wir ehrlich sind, mit der Fahrerpaarung, die ist jetzt nicht so prickelnd. Und auch was bei den Testfahrten da gezeigt wurde, war auch, jetzt hat auch kein Hering vom Teller gezogen, würde ich mal so sagen. Aber Claire Williams sagt, wir wollen trotzdem Vierter werden. Ja, ambitioniertes Ziel, sehr ambitioniertes Ziel, überambitioniertes Ziel, würde ich mal sagen. Also Williams hat mich bei den Testfahrten echt überhaupt nicht gekitzelt, da war gar nichts los. Ich habe schon in der großen Saisonvorschau von uns gesagt, Williams fährt für mich 2018 ja, gegen Sauber um die rote Laterne und genau das sehe ich bei den Testfahrten auch bestätigt. Also mit P4 geht da meiner Meinung nach überhaupt nichts. Die können froh sein, wenn sie hier und da mal nochmal einen Fahrer in die Top 10 kriegen. Also gegen Renault und auch gegen Force India dann mal wieder richtig angas, ist da überhaupt kein Land mehr in Sicht. Obwohl das Auto ja so super aggressiv aussah bei der Präsentation und alle gefeiert haben, hier der Williams, der kann jetzt richtig was, aber weder mit den Fahrern ist da viel zu erwarten, noch vom Auto scheinbar selbst. Also bis jetzt war der Eindruck echt überhaupt nicht gut. Da geht bei Force India wahrscheinlich dann auf lange Sicht eh noch mehr. Weil die haben ja selber gesagt, das Auto ist noch nicht ganz fertig, aber da kommt ja auch noch was. Ist ja nicht so, dass die jetzt mit irgendeinem übergangshalbfertigen Auto jetzt die ganze Saison fahren. Die haben auch angekündigt, selbst für Melbourne, für Australien wird der FJM11, ob er dann noch so heißt,
muss man sich. Ja, der bestimmt der Teil davor vielleicht nicht mehr. Der Teil vom Namen davor, vor dem Vorjahr. Ja, genau. Der sitzt vielleicht. Und der Teamname auch. Aber das werden wir dann noch sehen. Egal, auf jeden Fall, das Auto, das soll auf. Hat Voss Ihnen ja gesagt, das soll in Australien nochmal anders aussehen, da sollen nochmal Teile ran. Und wer weiß, ob die überhaupt erst bei den Testfahrten so auf die Performance geschaut haben, wenn die wissen, wir haben jetzt eh nicht die Teile, mit denen wir am Ende fahren. Vielleicht machen wir dann wirklich nur für die Entwicklung die Runs, wirklich nur auf Zuverlässigkeit, schauen uns die Basis an und auf der wir dann weiterentwickeln wollen. Das heißt, vielleicht können die auch noch viel mehr. Also da muss man auch gucken, gegen Renault wird es trotzdem schwer. Klar. Aber die haben sicherlich bessere Chancen als Williams. Ja, und das hinzu kommt ja auch noch, Williams war ja zumindest 2017 noch zum Saisonstart sehr stark und hat dann in der Entwicklung nachgelassen. Auch da war Force India, was war früher auch nie der Fall, auf immer plötzlich stärker als Williams. Wenn es bei Williams jetzt schon zum Saisonstart so schlecht aussieht, wie soll es dann erst im Saisonverlauf aussehen, wenn der Trend des Vorjahres sich auch 2018 wieder zeigt? Also das ist auch noch so ein Punkt, der nicht gerade für die Truppe aus Grove spricht. Aber wir haben ja noch ein paar andere Teams, die da gerne mitspielen wollen. Und da gibt es auch welche, also eins zumindest, das hat im ganz großen Stil auch investiert, ähnlich wie Renault. Und das sind nämlich die Orangenen. Ja, die Orangenen. Die Papaya-Orangenen, wie sie sich ja selbst nennen. Warum auch immer diese Farbe so heißen muss. Von denen haben wir eigentlich ja, sehr viel erwartet, weil sie von sich sehr viel erwartet haben. Und ja, mit dem neuen Motor hinten mit Renault ging aber dann irgendwie bei den Testfahrten so richtig wenig. Also im Grunde sah es genauso aus wie in den letzten Jahren. Hätte mich nicht gewundert, wenn da immer noch der Honda hinten drin gewesen wäre. Aber ja, der war jetzt in Toro Rosso und da lief auf einmal alles richtig glatt. Und bei McLaren reihte sich ein Defekt an den anderen. Nicht nur motorbezogen, auch noch andere Dinge. Aber vor allem beim Motor ging dann auch wieder viel schief. Ich glaube, zwei Öllecks waren dabei und noch diverse andere Probleme. Eigentlich jeden Tag Alonso oder Van Dorn stehen geblieben, ganz viel Zeit verloren, kaum zum Fahren gekommen. An ein oder vielleicht an zwei Tagen waren es über 100 Runden überhaupt. Das haben alle anderen fast immer geschafft, wenn es nicht gerade wieder geregnet hat. Ja, das war überhaupt nicht der Auftakt nach Maß von McLaren, den sie selbst ja, sich so erhofft hatten und ja uns eigentlich was schon versprochen hatten. Ja, und die von McLaren, die sind auch ein bisschen schon in Erklärungsnot geraten. Da war dann so eine Medienrunde, die eigentlich nur mit Zac Brown angesetzt war. Da musste dann der Eric Boyer sich dazu setzen, weil der Zac Brown nämlich weiß, jetzt kommen die ganzen fiesen Fragen, wenn der Renault mal wieder stehen geblieben ist. Ich meine, böses Blut gab es jetzt noch nicht, wäre auch ein bisschen blöd, weil McLaren, die haben jetzt nicht unbedingt noch die Alternativen, wenn die jetzt noch mit Renault sich verscherzen direkt. Zumal der Renault in den anderen Autos ja auch läuft, das muss man ja ganz klar sagen. Red Bull, die hatte in der ersten Woche ihre paar Zwickerlein da und danach war es aber gut. Renault selbst, Werksteam läuft sehr gut eigentlich und es scheint so zu sein, dass wirklich nur McLaren da, dass da so ein bisschen der Wurm drin ist. Die haben auch bei dem ersten Ölleck, was der Alonso hatte, wurde ja auch gesagt, also es gab erst das Ölleck und dann den Motorschaden. Also Renault hätte keine Schuld, hat McLaren auch gesagt. Aber die müssen sich jetzt da echt zusammenreißen, wenn die ihre Ziele erreichen wollen. Ich meine, die sind sehr ambitioniert. Podium war immer schon im Gespräch. Vor allem Alonso, der will am liebsten direkt um die Titel fahren. Aber so wie das im Moment aussieht, werden die sich schwer tun, da überhaupt Platz 4 klarzumachen hinter den drei Top-Teams. Ja, und dann, wenn man im Gegensatz dazu auf Toro Rosso jetzt schaut mit Honda zusammen, ich glaube, die Japaner, die sind da glücklicher als je zuvor. Ja, bei Toro Rosso, das sieht wirklich schon sehr harmonisch aus. Da stimmen Zuverlässigkeit und Performance. Also da ging auf einmal alles, was früher bei Honda nicht ging, richtig gut. Und McLaren muss sich jetzt auch mit dem nächsten Motorenpartner rumschlagen. Wobei ja, da das Problem ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich dann eher bei McLaren selbst liegt, was die Sache insgesamt dann aber auch nicht wirklich besser macht. Eher schlechter sogar noch. Und ja, keine schlechten Worte werden da verloren bis jetzt noch. Ich meine, auch Alonso selbst nicht. Der kann natürlich jetzt auch nicht über McLaren anfangen herzuziehen, weil der hat schon bei Ferrari nicht im Besten sich getrennt dann am Ende. Nicht die besten Aussagen mehr getätigt über die Scuderia. Und ja, der muss jetzt einfach mit McLaren es irgendwie hinbekommen, muss da jetzt diese Chance dann mal irgendwie nutzen. Und ja, Alonso sagt einfach, ja, wie immer, sind halt Testfahrten passiert, darf halt in Australien nicht passieren. Wenn wir dann da die Punkte holen, dann passt ja alles. Früher, als noch keine Testbeschränkung war, wäre das Auto sowieso alle 5 Minuten stehen geblieben auf der Strecke, hätte nur keiner gesehen, weil keiner da war. Ob das jetzt wirklich dann so stimmen mag, vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Aber ja, McLaren, ich glaube ja, die Performance an sich, das Potenzial, das steckt schon drin im MCL 33. Nur bringt das nichts, wenn er nicht ankommt. Das ist natürlich logisch. Aber letztes Jahr schon gesehen, in der zweiten Saisonhälfte, wo der Honda dann auch nicht mehr so oft kaputt ging. Da haben sie dann auch vermehrt sich auch in den Top Ten getummelt, auch sind gegen Williams gefahren, gegen Force India teilweise zumindest. Also das Chassis von McLaren, das ist sicherlich nicht so schlecht, wie es die letzten Jahre aussah, aber es ist auch nicht so gut, wie das Team seit 3 Jahren behauptet, schätze ich mal. Ja, und macht es vielleicht auch wirklich der Power-Unit immer schwierig, weil Honda da die Probleme hatte, jetzt hat sie in einem anderen Chassis nicht mehr. Renault hat die Probleme irgendwie auch nur oder zum Großteil bei McLaren. Da liegt dann vielleicht doch der Teufel im Packaging. Ja, das sieht bei McLaren so aus. Dann haben wir Toro Rosso, die sehen viel, viel besser aus, als man gedacht hätte. Also da hätte man eigentlich erwartet, man ist mal immer davon ausgegangen, dass Honda irgendwo die Zuverlässigkeit nicht im Griff hat und dass das Ding ja wahrscheinlich dann mehr stehen als fahren wird, wie es bei McLaren war. So, das war schon mal gar nicht der Fall. Und dann waren die aber auch von der Pace her überhaupt gar nicht hinten dran oder so. Also klar, bei den Testfahrten, da haben jetzt dann nicht alle aufgedreht, dann kann man es jetzt schwer einzuordnen, wo die sind mit Toro Rosso, Honda, aber die sind definitiv nicht irgendwo mit der roten Laterne ganz am Ende und kämpfen da ums Überleben, sondern die können schon im Mittelfeld mitschwimmen, so wie es aussieht. Und können da, glaube ich, auch dann Teams wie Haas, die zum Beispiel ganz gut aufgelegt waren jetzt bei den Testfahrten im Mittelfeld, in ihrem dritten Jahr jetzt, die US-Amerikaner, die scheinen einen Sprung gemacht zu haben. Naja, mit solchen Teams, das wird, glaube ich, mit Toro Rosso recht spannend und dann halt auch, wie gesagt, mit Williams dabei, mit Force India. Ich glaube, das wird ein bisschen auch zusammenrücken. So. Also wenn sich da vorne einer absetzt, dann wahrscheinlich eher Renault und dann ab McLaren, Force India und Haas. Vielleicht haben die ein bisschen mehr miteinander zu tun, als man es eigentlich erwartet hätte. Ja, also es wird sicherlich noch mal intensiver werden im Mittelfeld, noch engerer Kampf. Sauber rückt von hinten auch noch hinten dran. Die haben wir noch gar nicht genannt bis jetzt mit dem neuen Titelsponsor, mit Alfa Romeo. Die haben sich zwar erstaunlich oft gedreht, da wissen wir noch nicht so ganz, liegt das jetzt wirklich am Auto, der da vielleicht ein kleines Problem hat oder eher an den Fahrern, einer davon noch ein Rookie. Ja, aber insgesamt wird dann von hinten drückt noch sauber ran. Von vorne kommt dann wahrscheinlich Williams ein bisschen nach hinten. Das Mittelfeld könnte super eng werden 2018. Da können wir richtig spannendes Racing erleben. Können wir uns auf einiges freuen, hoffentlich. Und ja, schauen wir mal. Ja, so viel erstmal kurz und knapp zu den Testfahrten 2018. In 2 Wochen, Ende März, geht es dann los in Australien. Wir haben bis dahin noch ganz viele Videos für euch, unter anderem auch ein Team für Team, wo die Teams nochmal im Detail beleuchtet werden, was uns da dieses Jahr erwartet. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet. Gebt uns einfach eure Meinung zu den Testfahrten. Wie schätzt ihr das Kräfteverhältnis ein? Was erwartet ihr von der Saison 2018? Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.